Willkommen zu einer neuen Folge von den Stämmen. Ja, und mit dabei hier ist der Herr Eichel, König, der gerade nichts sagt und nichts hört. Doch, hören tue ich. Ja, hören tust du. Okay, hier. Ich muss ja mal, in der letzten Folge habe ich ja gesagt gehabt, ich verstehe nicht, was der Herr Eichel-König hier gemacht hat, ja, mit der Tante hier oben. Ja, hier mit No Exorcist oder was es ist, ja. Und der hat da knallhart 4 AGs draufhauen lassen, ja. 4 AGs waren das im letzten. In der letzten Folge, ja, und hat geadelt, direkt am Morgen. Brutal, oder? Dann ist er weitergezogen, er hat irgendwie einen langen Atem gehabt und irgendwie ist er hier einfach mal bei 10.329 Punkten. Alter! Sag mal, das ist schon hart, gell? Mr. Eichelkönig, Sie müssen auch reden. Ich muss sagen, ich hatte es noch nie so leicht. Das ist so hart, ja. Das ist, ich hätte noch keinen wirklichen Truppenverlust, nix. Das ist. Da komme ich selber nicht drauf klar. Ja, aber ich bin schön, dass, ich finde es echt gut, ja, dass ich das in der Folge festhalten kann. Ich kann es direkt bei den Stämmen festhalten. Ja, ihr wisst ja eigentlich noch, dass er mal kleiner war als ich. Ja. Er uns dann in einer Folge aufgefallen ist und in der nächsten Folge hat er einfach mal fast 2 Dörfer gehabt und dann in der dritten Folge hat er hier einfach mal 10.000 Punkte. Das ist sehr hart, ja. Nur mal zum Vergleich, ich hänge noch bei 2.600 fest, während er bei 10.000 ist. Und 5 Dörfer hast du, oder? Wie viel sind's? 4. 5 kommt noch heute Nacht. 5 kommt heute Nacht. Ja, und unserem Stamm, wie nennt man das, ist so ein bisschen... Meinungsverschiedenheiten sind da so ein bisschen. Also, Pi mal Daumen. Das Spiel besteht ja eh aus Hinterhältigkeit. Und das können wir ja auch mal kurz erklären. Wenn ich mal mein Dorf wieder finde. Hier unten ist ja Pinarek, ja, ich meine, Pinarek hat ja die letzten 9 Folgen von mir eingenommen. Und man muss ja auch sagen, der kriegt jetzt mal auf die Fresse. Ja, also wir wissen, dass er auf die Fresse kriegt morgen früh. Und tja, was machen wir da? Herr Eichel? Ja? Ja, was macht man? Nix. Nix? Ja, Popcorn. Popcorn. Popcorn, ja. Hände hochheben und vielleicht gewusst haben. Genau, Pinarek ist das, wollte ich ja schon von Anfang an haben. Ja, den werde ich mir auch holen. Ja, ich weiß jetzt, was er für Truppen drin hat. Ja, nehme ich nur eine Off. Und die Off ist schon okay. Aber auch nicht sehr hoch jetzt. Also nicht unschlagbar, aber wir lassen die mal ein bisschen arbeiten. Umso weniger Verluste haben wir. Also die hier ringsherum, ja, das war ein Fehler, dass er halt Legio Germanica nicht klein gehalten hat, ja, und der Herr Eichelkönig hier, der hat einfach mal Bock gehabt, den Krieg anzuzetteln. Ja, deswegen leuchten die so schön rot hier auf der Karte. Ja, also fantastisch. Fantastisch. Ja, was ist jetzt im Forum hier? Also wir haben ja immer noch ein BND mit AAA. Was? Erstmal nicht auflösen. BND erstmal schön stillhalten und dann irgendwann einmal draufschlagen. Ja, das würde ich auch sagen. Also Ich hab eine geile Aktion für Lega morgen vor. Die drei, die mich heute angreifen, ja, haben morgen um 7 alle 3 Fake, alle 4 Fake-Angriffe innerhalb einer halben Sekunde drin. Die werden morgen alle schreien. Ja, dann bin mal gespannt, wer hier wen gedefft kriegt dann, ne? Also wollen die unten, was machen die denn? Ja, schicken die jetzt von oben die Def nach unten? Ja? Oder schicken die drei die Def hier unten rein bei diesem Shizu? Was machen die? Was haben die vor? Hast du eine Vermutung, oder? Weiß ich nicht, ich schreibe gerade mit dem SF und SG von denen, von Lega. Und der ist ziemlich verzweifelt über seine Ansammlung an Noobs, die er da zusammengesucht hat. Weil sein einzigen gescheiten Spieler, Der ist weg. Die Kaserne produziert jetzt meine Truppen. Ja. Und, ich meine, der Rest ist halt echt einfach nur... Ich habe, seit die Zeit, wir denen gesteckt haben, dass hier, zwei Blabla sich bei uns beworben hat, schalten sich da alle. Der sicher. Ja, ruhig. Das ist, also bei denen ist natürlich jetzt Land unter, ja. Also die probieren sich natürlich. Also ich finde es ja gut schon mal, dass, also eigentlich hätte man fliehen müssen aus dem Stamm, ne? Hätte eigentlich sagen müssen, ja Leute, es nützt nichts, ja. Lass uns zu den anderen gehen. Weil wenn die ins BND gegangen wären bei uns drüben, hätten wir vorerst gar nichts machen können, so gesehen. Also wir hätten richtig Stunk machen können, ich glaube, wir hätten das schon rausbekommen. Ja, erst, ja gut, das, ja genau. Man hätte ja Kriegsflüchtlinge machen können.
Ja, entweder raus oder das BND weg. Man Weil hätte ganz sie ehrlich, praktisch erpressen können. genau, und da würden die sich auf jeden Fall für raus entscheiden. Ja, gut, ja, aber wenn ich jetzt zum anderen. Gut, selbst beim anderen Stamm, es gibt, ich habe schon mal eine Welt erlebt, da waren die Stammesführer natürlich sehr großmäulig immer, ja, die dann gesagt haben, warum der ist jetzt bei uns, ja, wir wissen nichts von dem Vorfall, greifst du ihn an, ja, gibt's Krieg oder so. Ja, die haben sich dann erstmal nichts sagen lassen, die haben die bei den Neuen erstmal aufgenommen, anstatt ihn freizugeben, das gab's auch schon. Aber so schätze ich AAA, ja, also doppelter Scheißhaufen, schätze ich nicht so ein. Ja, zumal, die kommen ja gar nicht von der Stelle. Das ist ja eine Katastrophe mit denen. Ja, 57.000 haben sie und wir haben durch dich 36.000. Ich möchte einfach mal diesen der Stammesschnitt ist ja. Der liegt jetzt bei 2.800. Alter, ich lieg schon wieder unterm Stammesschnitt. Könntest du mal aufhören mit der Scheiße? Ja. Und man muss dazu sagen, du bist Platz 3 bei uns. Also, ich. 4. Vier. Mittlerweile. Ja, der Gut. andere hat schon. Oh. Ja, es macht nichts. Ja, der hat die 500 Punkte kassiert. Ich sag mal, das war zu früh für seine Stelle. Ja, also da schieße ich gleich ganz wieder. Also spätestens morgen Abend oder spätestens übermorgen, sag ich mal, schieße ich da mit 300 Punkten wieder über ihn drüber. Und der Unterschied zwischen ihm und mir ist, ich habe Truppen. Ja, die er garantiert nicht hat, ja, unser Lord. Die hat er nicht. Hast du den Bericht gesehen? Der hat vorhin einen Bericht mit seinen Truppen reingestellt. Echt? Hat er welche oder hat er keine? Ja, schon welche, aber nicht viele. Ja, komm, leg mal die Karten auf den Tisch. Um die 1000 Axis und 300 LK. Aber er behauptet selber, er hätte noch mehr, die anderen werden farmen, aber das weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Also, so wie ich es mir gedacht hatte, hat nichts. Das ist nichts in meinen Augen, ja. Er hatte bestimmt mal mehr, weil er muss ja irgendwie, nee, 300 LKs mal 4. Da sind 4 Leute drin, also weil er das letzte Mal von der Quest geredet hat. Ja, es wird ja wohl hoffentlich jeder diese Quest erfüllt haben mit den 2000 Truppeneinheiten. Ich denke mal, die hat er halt, ja gut, was er halt wahrscheinlich noch haben wird, sind ein paar Speer noch an der Hand, oder? Vielleicht hier und da noch eine Ramme. Aber im Großen und Ich meine, Ganzen. das ist schon ewig richtig. Naja, die war ja auch schnell gemacht. Gut, ich finde 1000 Axtkämpfer, das sind halt nix. Ich hänge ein bisschen mit den LKWs hinterher, weil ich mich jetzt mal ein bisschen um die Schmiede kümmern musste. Aber die sind jetzt mittlerweile schnell gebaut, also ein LKW braucht es auch nicht mehr allzu lang. Dann ziehe ich Ja, die. ich will jetzt auch in Produktion komplett hochziehen. Die dicke aufbauen, mit der du alles platt machst und nicht Ja, mehr ich. schweben musst. Richtig. Ich habe jetzt halt wirklich auch Einfach reinrennen komplett. kannst. Ich habe es auch zum ersten Mal komplett. Normalerweise mache ich auch manchmal so ein bisschen halb-halb was, ja. Wo ich sage, okay, ich brauche erstmal von denen, die haben Prioritäten, ja. Und die Rammen sind nicht so wichtig, die lassen wir erstmal weg, ja. Weil wenn ich eine gescheite Off habe, also hätte ich schnell genug farmen gehen können, ja, würde hier schon die doppelte Anzahl an Axtkämpfern drinstehen bei mir. Aber dadurch, dass es mich aufgehalten hat, ja, habe ich jetzt von jedem irgendwie. Ja, ich hab irgendwie, ich kann jetzt mittlerweile gescheite LKWs bauen, ich kann gescheite Rammen bauen in einer ordentlichen Zeit. Also mittlerweile, es läuft schon jetzt. Hat aber eine Weile gedauert, hat mich echt jetzt aufgehalten. Wie gesagt, sonst hätte ich schon einen Adelshof gebaut. Aber das hatte keine Priorität. Ja, bei mir eigentlich gar nicht, auch gar nichts war. Ich habe erst die Minen hochgezogen. Genau, das Dann hatte ich auch. halt. Du hast sie auf Ich habe halt 24, gesehen, ne? dass hier der Loot, den ich geadelt habe, dass der seinen Kaserne komplett für die nächsten 5 Tage voll hat. Die Kaserne. Ja, komplett voll. Mit was? 120 Stunden, 120 Stunden mit Def-Einheiten. Ey, wie geil ist denn das? Wolltest du sowieso Dev bauen? Ja. Ah ja, wohin, ne? Wenn du bauen hilft ja nichts, du brauchst der Dev. Aber der wird sich in den Arsch beißen, dass er nicht Kaserne hochgezogen hat. Oder wie hoch ist denn die Kaserne gewesen? Den du gefarmt hast? Also nicht gefarmt, geadelt hast? Der war, die war. Boah, da bin ich eine harte Offline gekommen. Weil ich schicke dir mal einen Bericht weiter, war das? Ja. Ganz hart, ganz hart. Ja. Eine volle Off von Lega. Das tut weh. Ach du Scheiße. Scheiße, ich hätte meine Death drin lassen sollen. Das bisschen hätte gereicht. Ich weiß ja, wie ich morgen angreife. Was ist da weg? Ja, gut, er wird jetzt erstmal
Der will jetzt erstmal feiern, ne? Dass er. Aber ich meine, du hast alles rausgestellt gehabt, ne? Ja. Alles raus. Hättest du drin gelassen, wäre es für ihn, weil beschädigt auf 5, ja, ist jetzt Kacke. Aber ich meine, es ist eh gleich der Nachtbonus drin, da kann man die Wall mal ganz schnell wieder auf 10 hochziehen. Und bis dahin sind auch ein paar mehr Truppen drin, dann sieht der hier natürlich alt aus. Also da hättest du da mal schön die Miliz reingeknallt, aber die Miliz zählt ja. Nee, geht ja gar nicht mehr. Geht gar nicht, habe nicht, kann ich nicht. Das Aus haben dem die. Luftschutz raus. Das haben die bestimmt auch noch nicht kapiert. Ja, also unsere Gegner wissen nicht, dass um 7 Uhr der Nachtbonus rum ist, ja. Die denken immer noch, dass der Nachtbonus um 7 Uhr gilt. Also der ist, und bei denen ist der um 8 Uhr rum. Ja, also es sind einfach Idioten. Es sind wirklich, wirklich Idioten. So, ich habe eine Nachricht vom Pharma-Dot. Mal gucken, was da wieder drin steht. Ich habe gebeten um Def. Ja, dass er vielleicht mal ein bisschen Def macht bis zum Wochenende. Komm auch zum Adeln. Was hast du denn vor? Wie, du kommst zum Adeln? Am Wochenende? Jetzt schauen wir uns mal einen Herr Pharma-Dot an. Wie will er denn das machen? Älter als 1,7, oder? Der hat 1,8. Naja, wenn er sagt, er kommt zum Adeln, dann kommt er zum Adeln. Was hast du denn vor? Gut, dann schreibe ich ihm mal, will Anfang nächste Woche Pina Adeln. Ja. Paar Truppen noch machen. Ich muss mal gucken, wie viele AGs ich hinkriege. Ich hätte es gern mit einem Schlag weg. Ja, dann kommt keine Diskussion im Stamm auf. Da kommt dann keine Diskussion auf. Was ist jetzt hier? So, er kommt mit. Er schickt schon Dev. Super. Okay, da funktioniert das schon mal. Ich kann ihm ja auch helfen, was zu cleanen dafür. Wenn er Dev reinstellt, ist das schon mal super. So, Bericht wollt's mir schicken. Ach, hast ja schon. Er sind wir schon durch. Ja, und gut. Aber guck mal, Alter, die greifen hier mit 567 Axtkämpfern und 144 L-Cavs. Du hast gerade ganz schlechte Verbindung. Du hast immer noch schlechte Verbindung, oder bin ich das etwa? Okay, warte mal. Ich fange morgen Abend an, weiß aber noch nicht wen. Ja, direkt neben dir. Schauen wir doch mal auf der Karte und schlagen ihm einfach mal was vor, nicht, dass er uns hier was wegnimmt. Ah, Farmer dort will bestimmt auch Darmsprenger nehmen. Und Chuvi. Du wolltest Chuvi nicht haben, oder? Das ist der, der ich gerade angegriffen hat. Das ist natürlich eine harte Kiste. Ich schreibe mir das mal kurz. Boah, ist das mein Internet, was hier so abkackt, hä? Aber volle Rakete. Warte mal. Warte mal kurz. Fahrer hat nochmal geantwortet. Wahrscheinlich kommt er jetzt. Links neben mir. Und ich wollte dann noch Darmspringer und Schubi, oder wie er heißt. Und CH war das. Adeln. So, mal gucken, was er Daniel dazu sagt. Bist du wieder da oder immer noch ganz weg? Ja, ich bin da. Aber ich finde ich gut. Was findest du? Ich finde ich ziemlich gut. Ah, okay. Tja, also wie sich das hier weiterentwickeln wird, ich bin da echt mal gespannt. Also ich würde auf jeden Fall erstmal wirklich einen Aufnahmestopp machen. Das ist extrem riskant. Ja, jetzt. Hä? Ja, genau. Ja, wenn unser Lord hier einfach nicht immer wieder so eine Scheiße labern würde. Das ist so hart. Ey, ich kann da nur noch mit Augen.
Also ich guck zwar ins Forum rein, aber ich kann immer nur noch mit Auge zu da drüber gucken. Das ist, wo ich mir in den Kopf greife. Mit allem. Ja gut, wobei jetzt natürlich, wenn jetzt sich das 1100er Dorf nimmt hier unten, was ich für einen Fehler halte, weil das ist 1100 Punkte groß. Das heißt, er müsste 3 Wochen in dieses Dorf investieren, damit es ein Dorf wird. Ja, sagen wir mal 2 Wochen müsste er rein investieren. Ist eigentlich mehr eine Last. Da hätte ich mir lieber das 2000er geholt an seiner Stelle. Und egal, wer sich das Barbarendorf ja holt, den kann man ja immer noch nehmen und dann wegfarmen. Das wäre dann, glaube ich, die richtige Wahl gewesen. Aber egal. Sollen sie mal machen. Ich finde es gar nicht so schlecht, ich meine, ein richtiges Dorf am Anfang zu holen gleich. Ja, Hat den deswegen. Vorteil, dass du später richtig aufgebaut hast, wenn es dann wichtig ist. Warum Pina? Weil es ein gutes Dorf ist. Weil es ein gutes Dorf ist und er mich nervt. So. Ja, zum Verständnis, Pina nervt mich. So, Punkt. Es reicht dann. Es reicht einfach aus, um jemanden aufzuhalten. Einfach nervend. Ja gut, du hast ja deine Richtung schon ziemlich schnell eingeschlagen da oben. Weißt du, was ich als Problem sehe? Ja, dass die Leute so schnell ihre Dörfer gar nicht aufbauen können, wie du sie adelst. Das ist so. Ja, wohin willst du denn da oben noch angreifen? Du musst da erstmal jetzt noch 2 Wochen warten, bis da ein Dorf in Aussicht wäre, was sich lohnen könnte. Alles gleich am Anfang und abbauen selber auf. Baust du selber auf, ja, das ist natürlich eine Idee. Komm, dann steigt mal. Dann musst du so ein Dorf die nächsten 2 Wochen nicht reingucken und dann ist es immer noch okay. So, Farmer dort hat wieder nichts mitgekriegt, aber sie ist doch in unserem Stamm. Ja, ist richtig. Du Blitzmerker. Ja. Ein Blitzmerker. Ja, der hat zu viel zu tun, der kriegt ja gar nichts mehr mit, der Daniel. Ja, schade eigentlich. Ja, gut, also, da würde ich sagen, komm, jetzt ziehen wir hier einen kleinen Cut rein. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, oben links in der Ecke bitte abonnieren. Einen Daumen nach oben wäre super und in diesem Sinne haut rein. Ciao, ciao.